Nordsee nimmt, die Nordsee gibt, sagen sich Kor Ellen und Maarten Brüche, der älteste und der jüngste Strandräuber von Texel. Die beiden nehmen, was ihnen die Nordsee gibt. Und was sie anderen genommen hat. Mein Großvater war Strandräuber, mein Vater ist Strandräuber. Das liegt im Blut. Schon als kleiner Junge bin ich hier die Wasserlinie entlang gelaufen. Andere Kinder spielten im Wasser, ich habe Strandgut gesucht. Das ist einfach stärker als ich. So groß wie die Schweiz, aber doppelt so viele Einwohner. Kein Land in Europa ist so eng besiedelt und keines ist so geprägt vom ständigen Kampf mit der Nordsee. Die Hälfte des Landes ist im Meer abgerungen. Trockengelegtes Land, das mit Deichen und riesigen Sturmflutwehren verteidigt wird. Land, das nur durch Hunderte von Pumpwerken bewohnbar bleibt. Würden die Pumpwerke abgeschaltet, stünden weite Teile der Niederlande bald wieder unter Wasser. Pumpen oder absaufen, sagen die Niederländer. Die berühmten holländischen Windmühlen. Sie wurden gebaut, um die Polder leer zu pumpen. Flächen, die tiefer liegen als der Meeresspiegel. Marcel Stieve und Menno Ilkema sind Küsteningenieure. Sie messen Strömungen, entwerfen Modelle und rechnen aus, wo Gefahr drohen könnte. Die Handfrage ist, als der Seespiegel. Die zentrale Frage ist, wenn der Meeresspiegel steigt, können wir dann überhaupt noch in den Niederlanden bleiben? Können wir dann noch hier wohnen? So wie wir das bisher gemacht haben, mit Deichringen, mit Dämmen, mit Sturmflutwehren wie diesem und mit Dünen vor der Küste. Wenn der Meeresspiegel um 10 Meter steigt, dann können wir hier nicht mehr bleiben. Dann müssen wir weg. Danach sieht es nicht aus. Die Wissenschaftler rechnen mit einem Anstieg von höchstens 1,40 Meter in den nächsten 100 Jahren. Doch so genau weiß man das nicht. Und wenn zum steigenden Meeresspiegel noch stärkere Stürme kommen, dann kann es gefährlich werden. Und das, obwohl die Niederländer in den letzten 50 Jahren ihre gesamte Küstenlinie abgeriegelt haben. Vor allem im Süden, zwischen den Inseln von Seeland, wurden kilometerlange Sperrwehre gebaut. Wenn extremes Hochwasser ist, dann gehen die Schleusen zu und hier hinten kann das Wasser nicht weiter steigen. Dadurch muss das gesamte Deichsystem dahinter nicht so sicher und nicht so hoch gebaut sein. Die Deiche müssen dann nur sehr viel niedrigeren Wasserstand aushalten. Das niederländische Deichsystem gilt schon heute als das Beste der Welt. Doch endgültige Sicherheit gibt es nicht, meint Marcel Stieve. Ein Land, das tiefer liegt als das Meer, bleibt verwundbar. Deshalb arbeiten er und seine Kollegen daran, die Deiche und Dämme noch sicherer zu machen. Texel ist die größte der friesischen Inseln im Wattenmeer. Eine herbe Landschaft. Friesische Landschaft. Nordseelandschaft.
Hier auf Texel ist die Heimat der Strandräuber. Der Älteste, Cor Allen, hat vor über 60 Jahren angefangen und denkt noch immer nicht ans Aufhören. Ja, Martin. Mit Cor Allen hier so. Hallo Martin, hier ist Cor Allen. Ich habe auf dem Funkgerät eine Meldung aufgefangen, dass ein Schiff draußen einen Stapel Balken verloren hat. Der Wind steht gut für uns. Also, ich bleibe am Funkgerät. Und dann schauen wir, wo und wann wir das am besten holen. Ich bleib dran. Ich bleib an der Lauster. Jo. Seinen größten Fang hat Cor Allen vor einigen Jahren gemacht, als die Hamburg Star im Sturm 10 Container verloren hatte. Die Container trieben auf die Küste zu. Der Inhalt war leicht und am Abend fuhr die Fähre von Den Helder nach Texel über einen der Container. Der Kapitän meldete dann per Funk: Hier ist etwas passiert, das Schiff treibt in lauter Filterzigaretten. Oh, dachte ich mir, das ist großartig. 2 Jahre lang wurden danach auf Texel Zigaretten der Marke Hollywood geraucht. Cor hat immer noch ein paar Schachteln herumliegen, als Andenken an das Geschäft seines Lebens. Wir mussten natürlich kontrollieren, ob die noch trocken waren. Meine Frau und ich, wir haben uns hier eine Waage hingestellt und haben ein Päckchen gewogen, von dem wir sicher waren, dass es trocken ist. Dann haben wir das Gewicht aller anderen damit verglichen. Bei der kleinsten Abweichung haben wir die Päckchen weggeworfen und nur die trockenen aufgehoben. Das war unser System. Wie sieht es aus? Der Wind steht gut. Das Wasser geht gerade zurück. Genau richtig. Könnte sein, dass Holz angespült ist. Man weiß es nicht so genau. Gestern soll ein Stapel über Bord gegangen sein. Wir gehen hier in Texel immer mit dem Fahrrad an den Strand. Nur der Strandvogt darf hier mit dem Auto fahren. Der Strandvogt ist vom Bürgermeister angestellt und soll alles einsammeln, was angespült wird. Aber wenn er ein Holzbrett wie dieses findet, dann nimmt er es auch gerne mal für sich selbst mit. Heute haben wir keine Reifenspuren gesehen. Er war also noch nicht da. Deshalb beeilen wir uns und hoffen, dass wir noch mehr Holz finden. Der Strandvogt soll dafür sorgen, dass die Inselbewohner aus der Strandräuberei kein Geschäft machen. Was das Meer anspült, das gehört der Allgemeinheit. Strandgut zu sammeln ist deshalb verboten. Und so wollen Cor und Martin dem Strandvogt lieber nicht begegnen. Den muss man auf Abstand halten. Wenn der Strandvogt auftaucht, lasse ich mein Fahrrad hier liegen und laufe in die Dünen, bis er wieder weg ist.
Der braucht mich nicht zu sehen. Er muss mich nicht sehen. Dordrecht im Landesinneren. Dordrecht gehört zur sogenannten Randstad, dem Ballungsraum im Westen der Niederlande. Hier leben die meisten Menschen und siedeln die großen Industrien. Von den Produktionsstätten und den großen Meereshäfen aus wird bis heute ein Großteil der Waren mit Binnenschiffen weitertransportiert. Die Binnenschifffahrt gehört zum kulturellen Erbe der Niederlande. Dordrecht ist eine der ältesten Städte Hollands und eine der schönsten. Dordrecht liegt gut 50 Kilometer vom Meer entfernt und ist trotzdem immer bedroht. Große Teile der Stadt liegen unter Meereshöhe. Deshalb kommt Küsteningenieur Marcel Stieve immer wieder hierher, um nach den Deichanlagen zu sehen. Die meisten Bürger fühlen sich sehr sicher in den Niederlanden und sind bereit, überall zu wohnen. Aber es gibt in den Behörden auch Leute, die sagen, wenn es schief geht, dann haben wir ein Problem. Das ist eine grundsätzliche Diskussion. Technisch gesehen kann man sagen, man lebt hier sicherer als in jedem anderen Flussdelta der Erde. Aber wenn etwas schief geht, dann geht's richtig schief. Er kann iets misgaan. En dan gaat het ook goed mis. Noch ein Stück landeinwärts liegt Moordrecht, der tiefstgelegene Ort der Niederlande. Moordrecht liegt an der holländischen IJssel, einem Nebenarm des Rheins. Marcel Stieve ist mit einem seiner Söhne hierher gefahren. Niall studiert Jura, aber wie es um sein Land steht, das interessiert ihn mindestens genauso sehr wie die Paragraphen. Das ist der tiefste Punkt der Niederlande. In diesem Becken hier sammelt sich das Wasser aus der Senke. Auf dem Peilstab dort steht, dass der Pegel im Sommer 6,60 Meter unter der Meereshöhe liegt. Jetzt im Winter wird der Wasserspiegel noch 20 Zentimeter tiefer abgesenkt. Aus dem Sammelbecken wird das Wasser dann nach oben in den Fluss gepumpt. Dessen Bett liegt ein ganzes Stück höher, die holländische IJssel. Und wenn hier der Deich bricht, was passiert dann mit den Gebieten hier rundherum? Das kann in der Tat sehr schlecht ausgehen. Wenn man so tief baut, dann heißt das bei einem Deichbruch, dass die Häuser 2, 3 Stockwerke hoch unter Wasser stehen. Die holländische IJssel ist so etwas wie ein Grenzfluss zwischen dem industrialisierten Nordwesten der Niederlande und dem ländlichen Süden. Weil im Nordwesten mehr Menschen leben und mehr Industrie ist, steckt die Regierung auch mehr Geld in den Deich am Nordufer der IJssel. Der Deich hier und der Deich drüben sind unterschiedlich sicher. Der Deich auf dieser Flussseite beschützt die Polder und die Städte gegen Stürme, wie sie einmal in 10.000 Jahren vorkommen. Der Deich am anderen Ufer ist etwas schwächer und hält nur Stürme aus, wie sie einmal in 4.000 Jahren passieren. Das ist der Unterschied zwischen dem Deich hier und dem drüben. Am 31. Januar 1953 verwüstete eine Sturmflut große Teile der Niederlande. An mehr als 400 Stellen brachen die Deiche. Nicht nur vom Meer her strömte Wasser ins Land, auch die Flüsse traten über die Ufer.
Viele Städte standen unter Wasser, wie hier Rotterdam. Ganze Dörfer wurden weggespült. Die dunklen Ahnungen der Verwundbarkeit, die in den Niederlanden zur mentalen Grundausstattung gehören, sie wurden auf einen Schlag alle bestätigt. Fast 2000 Menschen kamen ums Leben. Hier stand unser Haus. So etwa stand das Haus da. Und das Wasser kam von da drüben. Es gibt Leute, die sagen, das Wasser sei wie eine Walze angekommen. Aber das habe ich nicht gesehen. Das Wasser war auf einmal da. Ich weiß noch, dass im Haus da nebenan ein Baby auf die Welt kam. Mein Bruder ist rüber durchs Wasser und hat die junge Frau mit ihrem Kind in den ersten Stock gebracht. Aber die haben das auch nicht überlebt. Stoffel van Maurik war 22, als die Katastrophe über sein Dorf kam. Er erinnert sich noch, dass er mit seinem Vater und seinem Bruder aufs Dach des Hauses geklettert war. Als das Haus einstürzte, fanden wir uns alle im Wasser wieder. Wir suchten verzweifelt nach etwas, an dem wir uns festhalten konnten. Das haben wir zwar geschafft, auch mein Bruder und ich. Aber mein Vater trieb alleine davon und dann trieb auch mein Bruder alleine davon. Und ich konnte ihn bald nicht mehr sehen. Da war er dann für immer weg. Van Maurik hat in dieser Nacht seinen Bruder, seine Mutter und seine zwei Schwestern verloren. Sie sind vor allem durch die Kälte umgekommen. Es war so kalt. Es war sterbenskalt. Stoffel van Maurik selbst wurde erst am nächsten Morgen aus dem Wasser gefischt. Die ganze Nacht hatte er sich an drei Dachbalken geklammert. Er und sein Vater waren die einzigen, die überlebten. Die Flut von 1953 hat das Land verändert. Aber es war nicht nur der Schock über die Verwundbarkeit. Die Menschen rückten auch zusammen. Aus dem ganzen Land kam Hilfe. Die Niederländer erlebten sich als Schicksalsgemeinschaft. Stoffel van Maurik hat damals alles verloren. Mehr als ein Jahr hat es gedauert, bis die Gegend um Kapelle wieder so weit trocken war, dass er zurückkehren konnte. Vorher verbrachte er lange Zeit im Krankenhaus, um sich von den Folgen der Sturmnacht zu erholen. Da war eine Krankenschwester, die in einem anderen Krankenhaus in Hus arbeitete und die von meinem Schicksal gehört hatte. Die hat mich dann besucht und das war sie. Als ich zu ihm kam, da lag er in seinem Bett und wollte immer aufspringen. Ich wäre gern aus dem Bett aufgestanden, aber es ging nicht. Ich konnte ja nicht laufen. Ich hatte nicht mal Schuhe. Ich war ja mit nackten Füßen angekommen. Das heißt, Socken hatte ich noch an. Wenig später haben sie geheiratet, doch die Flutkatastrophe ließ Stoffel nicht los. Ja, und du hast immer nach deinem Bruder gesucht. Du konntest nicht verstehen, dass er nicht überlebt haben sollte. Das hat lange gedauert, bis das zu dir durchdrang. Seinem Vater ging es ähnlich, aber helfen konnten sie sich auch nicht. Mit meinem Vater haben wir überlebt. Wir haben beide überlebt. Wir wussten auch, wie der andere überlebt hat. Aber wir haben nie darüber geredet. Die Manier, wie wir es überlebt haben,
Maar we spraken er nooit over. Deichkunde als Schulfach. Für die Kinder der Knottwilch-Schule in Ostkapelle gehört der Ausflug ans Meer zum Lehrplan. Wir stehen hier auf einem sogenannten offenen Steinasphalt. Das haben sie hierher gekippt, damit die Wellen, wenn sie über den Deich schlagen, nicht die Innenseite des Deiches wegfressen. Damit der Deich nicht einsacken kann, wie das in der großen Flutkatastrophe 1953 passiert ist. Die Gefahr, von der immer die Rede ist, ist für die Kinder schwer zu fassen. Wie soll man sich einen Sturm vorstellen, der einmal in 4000 Jahren vorkommt? Seeland besteht eigentlich aus vielen Inseln. Und wenn das Meer kommt, dann ist es nicht leicht, schnell wegzukommen, weil rund um Wasser ist. Ach komm, warum soll ich Angst haben? Wahrscheinlich lebe ich da sowieso nicht mehr. Du kannst doch schwimmen. Du kannst doch über die Wellen drüber schwimmen. Oder auch unten durchtauchen. Da geht dir die Luft aus. Leon, komm mal verstehen. Damit das Erlebnis auf dem Deich nicht gleich wieder vergessen wird, sollen die Schüler ihre Eindrücke malen. Die Knottwilch-Schule hat deshalb eine echte Künstlerin eingeladen. Anna Blom ist in Seeland aufgewachsen. In ihren eigenen Gemälden spielen die Farben des Meeres eine wichtige Rolle. Fangt einfach mit dem Meer an und überlegt, wie es aussehen soll. Ist es eher ruhig oder ist es sehr wild und aufgewühlt? Denkt nach, wie ihr das Meer zeigen wollt. Das kann man durch verschiedene Farben ausdrücken. Fangt einfach an. Ich gehe herum, gebe euch Tipps und schaut zu, wie die Bilder entstehen. Anna Blom hilft den Kindern, sich mit den Gefahren des Meeres künstlerisch auseinanderzusetzen, damit sie besser damit zurechtkommen. Strandhütten, Meer, Strand, und da sind noch ein paar Menschen, aber es sind nicht viele Menschen, wenn so ein Sturm ist. Wenn du hier anfängst, auf dieser Höhe, um dann das Land reinzumalen. Wie soll ich das machen? Mach mal einfach, mal hier den Strand. Ich komme gleich zurück und dann zeige ich es dir. Die See wird stets höher durch den Brückgaseffekt. Das Meer wird immer höher durch den Treibhauseffekt. Und wenn der Deich so niedrig ist und das Meer so hoch, dann schwappt das Meer über den Deich und dann passiert das Gleiche wie 1953. Wir versuchen, die Deiche so hoch und so stabil zu machen, dass der Supersturm nicht dagegen ankommt. Zwei Drittel der Niederländer leben in Gebieten, die unter dem Meeresspiegel liegen. Und sie leben mit dem Gedanken, dass sich die Nordsee dieses Land vielleicht doch an einem stürmischen Tag zurückholen könnte. Roland Beseo und Mathieu Descripa sind begeisterte Surfer.
Aber heute geht es ihnen nicht um Freizeit in den Wellen, sondern um die Zukunft des Landes. Die beiden sind Mitarbeiter von Küsteningenieur Marcel Stieve. Die drei Männer haben sich in der Nähe von Den Haag einen Strandabschnitt gesucht, den sie zentimetergenau vermessen. Und zwar nicht an Land, sondern im Wasser. Mit wasserfestem Laptop und mit Sonden, die die Wassertiefe per Satellitennavigation ausloten. Wir messen, wo und wie tief die Sandbänke vor der Küste genau liegen. Das machen wir jetzt und dann nach einem Sturm nochmal, um zu sehen, wohin sich der Sand bewegt hat und wie viel Sand so ein Sturm wegspült. Du machst das wie ein Hürdenläufer. Wenn wir wissen, was ein Sturm mit der Küste macht, dann können wir vorausberechnen, wo wir Sand hinbringen müssen, damit wir auch bei einem Supersturm noch sicher sind. Um uns gegen Sturmfluten und gegen Hochwasser zu verteidigen, versuchen wir herauszufinden, wie reguliert die Natur sich selbst. Wenn wir verstehen, wie die natürlichen Veränderungen ablaufen, dann können wir auch diese Veränderungen für uns nutzen. Auf Tessel. Martin Bröche sammelt Treibholz nicht zum Spaß. Zusammen mit seinem Vater Henk macht er Möbel daraus. Robuste Möbel. Die Leute mögen dieses Holz wegen seiner besonderen Ausstrahlung. Es ist schönes, rohes Holz mit einer eigenen Lebensgeschichte. Natürlich kann man Holz auch kaufen, schön lackiert und poliert. Aber das hier hat eine besondere Ausstrahlung und es sieht gut aus. Alle Möbel, die ich mache, sind ausschließlich aus Treibholz. Da ist kein Brett vom Holzhändler dabei. Wenn jemand eine Bank oder einen Tisch will und ich habe zu wenig Holz, dann muss er manchmal ein halbes Jahr warten, bis ich das richtige Stück Holz gefunden habe. Jetzt bist du dran. Ich habe die Mitte angezeichnet. Genau hier. Die. Ist nicht für dich. Ja? Klar. Kijk.
Das ist wirklich verantwortungsbewusst gewonnenes Holz. Das kommt aus dem Meer. Darauf kann man sich zu 100% verlassen. Selbst wenn es tropisches Hartholz ist, kann man das ruhig verwenden. Es ist angespültes Holz. Mit diesem Zertifikat ist es 100% gut. Im Süden, an der Grenze zu Belgien. Frankie Verbiest und sein Sohn sind auf dem Weg zum Hedwigepolder. Verbiest schneidet Gründünger, der wird dann untergepflügt, damit das Getreide im Frühjahr besser wächst. Aber wahrscheinlich gibt es hier für ihn gar kein Frühjahr mehr. Wahrscheinlich ist alles umsonst. Der Hedwigepolder soll geflutet werden. Gleich hinterm Deich liegt die Zufahrt zum Hafen von Antwerpen. Antwerpen ist schon in Belgien, aber die Schiffe müssen vom Meer her durch die holländische Schelde. Die soll nun ausgebaggert werden und als Ausgleich muss Frankie Verbiest seine Äcker dem Meer überlassen. Tiefere Flüsse brauchen mehr Schwemmland, dafür müssen sogar die bestehenden Deiche zerstört werden. Absichtlich Deiche zerstören, fruchtbares Ackerland der See zurückgeben, das ist für einen Seeländer ein unerträglicher Gedanke. Das ist ganz einfach. Das ist wie Fluchen in der Kirche. Das tut man nicht. Man treibt keinen Spott mit den Menschen. Das macht man nicht. Den Polder fluten, das heißt, dass ein Drittel von unserem Land verloren geht. Das ist dann alles weg. Da ist die Chance natürlich kleiner. Die Chance, dass du Bauer wirst, ja klar. Hedwigepolder liegt das Naturschutzgebiet Saftinge. Hier waren auch einmal Felder, aber dieses Gebiet hat sich das Meer schon vor langer Zeit selbst wiedergeholt. Ertrunkenes Land, sagen die Niederländer. So sollen auch die Felder von Frankie Verbiest bald aussehen. Viernes ist Schlepperkapitän im Hafen von Antwerpen. Sein Großvater war Schiffer, sein Vater war Schiffer und er selbst kann sich auch nichts anderes vorstellen als ein Leben auf dem Wasser. Die Aufregung der Bauern drüben auf dem Hedwigepolder kann Kapitän Viernes verstehen, aber er sieht keinen Ausweg. Die Vertiefung der Schelde ist notwendig für das Überleben von Antwerpen. Für den Hafen sowieso. Die Schiffe werden immer größer und haben immer mehr Tiefgang. Die Schiffe, die heute ankommen, das sind nicht mehr die Schiffe wie vor 10, 15 Jahren. Damals waren die Schiffe viel kleiner und flacher. Da ging das alles. Aber mit den riesigen Schiffen von heute und mit denen, die jetzt erst gebaut werden, da brauchen wir eine deutliche Vertiefung, damit die Schiffe noch nach Antwerpen hineinkommen. Die Empress aus Zypern, die Fiennes und seine Leute aus dem Hafen bugsieren sollen, gehört nicht zu den ganz großen Schiffen. Das Problem mit der Empress ist eher die bunt zusammengewürfelte Mannschaft.
Kommunikation zwischen uns. Die Verständigung zwischen uns und der Mannschaft ist sehr schwierig. Den hiesigen Dialekt sprechen sie sowieso nicht. Niederländisch sprechen sie auch nicht. Englisch, da verstehen sie vielleicht ein paar Brocken. Da sind Nationalitäten dabei, die kein Wort verstehen. Wenn man ihnen etwas zuruft, es ist, als ob man gegen diese Flasche hier anschreit. Keine Reaktion. Die Konkurrenz der Häfen an der Nordsee ist groß. Mit Hamburg, mit Bremerhaven, vor allem aber mit dem benachbarten Rotterdam. Früher hat die niederländische Regierung immer wieder einmal versucht, den Zugang zu Antwerpen zu behindern. Doch das würde der ganzen Region Schaden zufügen, fürchtet Kapitän Viernes. Dann bekommen wir hier in Antwerpen nur noch den Rest ab. Die großen Schiffe, die Zukunft der Schifffahrt, die kann Antwerpen dann nicht mehr aufnehmen. Die gehen dann zur Konkurrenz. Nach Rotterdam, Deutschland, Frankreich. Es gibt genug Möglichkeiten. Rotterdam, Deutschland, Frankreich, es sind genug Möglichkeiten. Wintereinbruch. In den Niederlanden löst der Schnee gemischte Gefühle aus. Aber es ist nicht der Schnee, der hier liegt, der den Menschen Sorgen macht, sondern der Schnee in Deutschland, in der Schweiz. Der Schnee in den Bergen, der den Rhein und die Maas über die Ufer treten lässt, wenn die Schneeschmelze beginnt. Aber die Niederländer wären keine Niederländer, wenn sie nicht längst über Lösungen nachgedacht hätten. Zum Beispiel über Häuser, die schwimmen können. Keine Hausboote, die bei Sturm seekrank machen, sondern Häuser, die fest auf dem Boden stehen. Aber wenn es sein muss, dann können sie schwimmen. Anne van der Molen gehört zu den Pionieren der neuen Wohnkultur. Seit 5 Jahren wohnt sie mit ihrer Familie in solch einem Haus. Sie genießt die neue Sicherheit. Unser Hobby ist vor allem Wassersport, Segeln, Fischen. Das machen wir furchtbar gern. Deshalb haben wir uns immer gewünscht, am Wasser zu wohnen. Und deshalb sind wir hierher gezogen. Ja, das ist eigentlich die Rede. Normalerweise dürfen Häuser in dieser Gegend zwischen den Rheinarmen und der Maas nur hinter dem Flussdeich gebaut werden. 1995 war das Wasser hier zwischen Maas und Waal so hoch, dass die Deiche zu brechen drohten. Da mussten wir alle dann aus dem Gebiet weg. Alles wurde evakuiert. Damals wohnten die van der Molens noch in einem traditionellen Haus. Heute könnten sie bleiben. Ihr Haus steht in einer hohlen Betonwanne. Wenn das Wasser steigt, hebt sich die Wanne und das Haus steigt eben mit. Anne van der Molen ist sehr stolz auf ihr Haus, das schwimmen kann. Bislang gehört sie mit ihrer Familie noch zu einer Minderheit, die so nah am Wasser leben darf. So langsam würde sie allerdings gerne wissen, wie es wirklich ist, wenn das ganze Haus abhebt, samt Katz und Maus. Statistisch gesehen soll das Haus alle 15 Jahre schwimmen. Aber jetzt mit der Klimaerwärmung könnte es ja öfter passieren. Bis jetzt ist es noch nicht passiert. Aber ich hoffe doch, dass es bald vorkommt. Ich würde das gerne erleben. Darum haben wir ja das Haus gekauft. Also wenn es in Deutschland Hochwasser gibt, aller Schnee muss schmelzen, es muss viel regnen und dann kommt all das Wasser den Rhein runter. Dann muss es in Belgien noch gut regnen und dann kann es passieren, dass wir im Februar, wenn Tauwetter ist, anfangen zu treiben. Als de dooi intreedt, gaan drijven.
Nicht alle Niederländer sehen dem Hochwasser freilich so gelassen entgegen wie Anne van der Molen. Winter ist keine gute Zeit für Strandräuber. Meist Ostwind, der nichts anspült. Allerdings bringt die Unterströmung einiges vom Meeresboden herauf. Manchmal sogar Bernstein, manchmal Holzplanken von Schiffen, die vor Jahrhunderten gesunken sind. Vielleicht hatten sie Gold an Bord, vielleicht Fässer mit Rum, die immer noch da draußen liegen. Die See und die Stürme haben die Gegend geprägt. Und prägen sie noch immer. De zee blijft altijd hier een gevecht voeren. All die abgebrochenen Dünen hier. Das Meer kämpft gegen die Insel, die dadurch immer kleiner wird. Die Nordsee ist ein wildes Meer. Jetzt ist es gerade ganz ruhig, aber wenn Sturm ist, dann schlägt die See hier gegen die Dünen an und macht die Insel immer kleiner. Für einen Strandräuber ist ein Sturm natürlich schön, weil die See immer etwas mitbringt. Doch wenn man die Insel erhalten will, dann muss man etwas unternehmen. Aber ich mag das Meer lieber, wenn es wild ist.